So kalt ist es noch nicht hier. Wie kalt ist es auch gerade? Minus 16? Wahnsinn. Vor einem Jahr habe ich auf meinem Kanal auch ein Video unter dem Titel Es schneit abgeladen. Das war auch im Januar. Aber diesmal war das beste Ding, dass es Feiertag war, als es geschneit hat. Lieber umformulieren. Der 6. Januar ist Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt. Ich bleibe wegen Corona sowieso zu Hause. Das heißt, ich könnte theoretisch rausgehen und spazieren gehen, wann immer ich will und danach flexibel arbeiten. An Festtagen kann man doch draußen genießen und sich danach daheim entspannen. Wir wollten eigentlich irgendwo außerhalb Münchens den Schnee bewundern, wo es weniger besiedelt ist. Aber wir haben unseren Plan zur Sicherheit angepasst und uns entschieden, innerhalb München zu bleiben. Daher gehen wir auf den Olympiaberg. Es ist echt unglaublich, dass wir letzten März für das Maluma-Konzert hier waren. Das war eine Woche vor dem Frühjahrs-Lockdown. Um diese Zeit haben wir den Film Knives Out gesehen und das war das letzte Mal, dass wir ins Kino gegangen sind. Als die Corona-Regeln im Sommer noch etwa lockerer waren, sind wir hier ins Freiluftkino, Kino am Olympiasee gekommen und haben uns Little Women angesehen. Dann kam ein weiterer Lockdown und ich weiß nicht, wann ich wieder zu einem Konzert gehen kann. Eine gute Nachricht, ich bin an den Lockdown-Lebensstil sehr gut gewöhnt. Ich wage sogar, mich Meister des Lockdown-Lifestyles zu nennen. Ich mache mit meinen Freunden regelmäßig Fitness per Online-Meeting, eine Gruppe der Freundinnen hier in Deutschland und eine andere in Korea. Es ist schon so lange her, dass ich im Stadtzentrum war. Stattdessen sind wir fast jedes Wochenende zum Wandern oder Spazieren gegangen. Ich habe eine monatliche Bookclub-Aktivität angefangen und natürlich lese ich viel zu viel. Laut meiner E-Book-Plattform habe ich 2020 insgesamt 164 Bücher gelesen. Netflix und YouTube habe ich mir ebenso viel angeschaut. Naja, ich komme nicht aus einem Land ohne Winter. Außerdem ist es sogar kein erster Schnee in diesem Winter. Trotzdem begeistert mich der Schnee immer, weil es einfach zu schön ist, um wahr zu sein. Überall weiß, Winter Wonderland. Also fühlt es sich so an, als würde ich beim Fotomachen eine Art Filter verwenden. Guckt, die Pommes oder andere Farben der Dinge fallen besonders auf. Ich möchte euch eine random Tatsache über Deutsch erzählen. Wisst ihr zufällig, dass das Geräusch, das Schnee macht und das, was deine Zähne machen, auf Deutsch das gleiche ist. Es ist das Verb knirschen. Ich knirsche manchmal beim Schlafen mit den Zähnen. Deswegen gehe ich nächste Woche zum Arzt, um mir eine Schiene zu machen. Das ist jetzt ein weiterer Random Fact.